Jo Leute, wie geht's euch? Diesmal geht's weiter mit dem Kampfbaum. Und diesmal habe ich die drei Höhenstarter genommen. Aus, ja, Höhen. Wir haben einmal Logok mit dem Fokusgurt und dem Temposchub. Ich hatte mir gedacht, dass ich mit Klauenwetzer einmal aufsetze, mir den Temposchub hole und dann mit Feuerfeger, Steinkante und Turmkick einfach durchgehe. Als nächstes habe ich Sumpex, ja, mit der Offensivweste und dem Sturzbach als Fähigkeit. Da haben wir Eishieb, Kaskade, Erdbeben und Steigerungshieb. Genau, alles voll auf Angriff. Bei Logok alles auf Initiative und Angriff. Vom Wesen hart. Und das erste ist Wesen froh. Und zu guter Letzt haben wir Gewaldro mit dem Gewaldroniten. Einmal mit Fokusstoß, Drachenpuls, Blättertanz und Energieball. Was hat er da noch? Ja, scheues Wesen, um alles zu outspeeden. Und ich denke mal, wir können damit auch locker was erreichen. Also es fängt bei mir an, Logok, um sich einmal aufzusetzen. Dann Sumpex und dann Gewaldro. So, ich speichere das Spiel und dann sind wir bei Kampf Nummer 62, glaube ich, war das. Okay, dann mal viel Spaß beim Zusehen. Genau, also. Es waren auch schon einige Mega-Pokémon dabei. Ja, Mega Aerodactyl, Mega Brutalanda. Okay, also, was hat der jetzt für uns, der Schwarzgurt? Ein Restladero. Ist schlecht, weil er könnte die Entlastung haben. Ne, ja, die Überbrückung. Bedeutet, ich kann einmal Klauen wetzen. Und dann einmal Steinkante drücken. Oder ich gehe raus zu. Nee. Also er wird einmal angreifen. Er hat. Ja. Einmal der Clownwitz und dann einmal die Steinkante. Okay, der Himmelsfeger kommt. Hat er das Energiekraut? Hat er. Das wird uns auf den Fokusgurt runterbringen. Das überleben wir. Ah, zurückgeschreckt. Ja, jetzt habe ich ein schönes Problem. Ja, dann nehme ich den Feuerfeger. Kann kritten. Was macht der Flying Press? Ist. Okay, also ich gehe rein mit. Mit Gewaldro. Und werde einen Drachenpuls raushauen. Wir sind ja schneller mit 145 in der Megaform. Von daher kein Problem. Ja, Mega Gewaldro ist im Underused. Logok ist immer im Uber gewesen und Sumpex ist, glaube ich, auch im Underused. So. Resadero wurde besiegt. Wir haben den Blitzfänger. Okay, jetzt kommt Nidoqueen. Nidoqueen hat was. So, wir können ganz neutral mit Energieball treffen. Es dürfte eine Giftattacke kommen. Ja, will ich wechseln, wenn jetzt eine Giftattacke kommt? Ich habe die Offensivweste. Oder es kommt der Eishieb, aber ich glaube, Sumpex ist schneller als Nidoqueen. Wir werden sehen. Dampfwalze. Okay, jetzt schlage ich mit einmal Erdbeben zurück. Ja, das dürfte uns nicht rausnehmen. Nee, dafür sind wir jetzt einfach zu bulky. Und dieses Erdbeben dürfte Nidoqueen rausnehmen. Ja.
So, jetzt fehlt noch sein Mega-Pokémon oder irgendein legendäres. Auch das Voluminas ist kein Problem. Da einfach Erdbeben drauf. Es trägt keinen Luftballon. Es hat die Robustheit. Nee, hat es nicht. Okay, damit wäre der erste Kampf ja mehr oder weniger locker bestanden. Aber ich will euch noch das Logok-Set zeigen, wie effektiv das doch ist. Weil nach einem Clownwetzer treffen alle Attacken, also Steinkante, Feuerfeger und Turmkick. So. Ein Tobutz. Tja, Tobutz ist ein kleines Problem. Was habe ich für Tobutz? Tobutz ist leider sehr defensiv. Und ich habe nichts. Ich habe keinen Switch in. Okay. Einmal Clownwitzer, ja. Einmal Clownwitzer. Ah, bitte kein Flinch. So, jetzt kann ich auf den Feuerfeger gehen. Bekommen wir noch Stab drauf. So, jetzt dürfte ich doch schneller sein. Ich kann volltreffen. Kann kritten. Er kriegt die Verbrennung, das ist gut. Okay, Logok hat seinen Job erledigt. Und Tobutz geht down. Ja, jetzt werde ich mit... Ist eigentlich egal, wem. Gewaldrohr reinkommen. Ja, jetzt kommt Cresselia. Tja, das ist ein verdammtes Problem. Ja, dann, also was kann Energieball? Kann die Spezialverteidigung senken. Drachenpuls kann nichts, also dann Energieball. Ah ja, das gute alte Cresselia. Wird gerne mit Call Mind gespielt. Ah, es macht nichts. Aber Spezialverteidigungsdrop. Was gleich wieder egalisiert wird. Tja. Vielleicht kriege ich ja noch einen. Ja, das... Ja, Erholung. Hat es die Maronbeere? Ja, es hat die Maronbeere. Jetzt ist die Frage, ob ich rausgehen soll oder nicht. Ja, ich gehe raus. Ich habe die Offensivweste. Ich kann ein paar Mal Steigerungshieb drücken. Tja. Das wird wehtun. Aber ich kann mich jetzt mit Steigerungshieb ein bisschen hochboosten. Auch wenn es nicht viel bringt an Schaden. Ah, ja. Okay, also eine Psychokinese halte ich noch aus. Okay, er geht auf Gedankengut. Ja, jetzt werde ich einfach Kaskade drücken und hoffen, dass er flincht.
Na gut, ich bin auf plus 2, ich bin hart, voll in Angriff investiert. Das macht doch guten Schaden. Er könnte jetzt wieder auf Erholung klicken. Und zweimal zurückgeschreckt. Also Cresselius ist immer ein dickes Problem. Demeteros auch noch. In dieser Form auch noch. Was kann ich da noch machen? Da muss ich auf Eishieb gehen. Boah, Sumpex hält aus. Spezialverteidigung sinkt, egal. Eishieb trifft. Und das ist der K.O. Ja, hätte noch brenzlig werden können. Aber Sumpex klärt. So, Kampf Nummer 65. Ja, ein weiter, bitte. Also ihr seht, die Kämpfe werden schon schwieriger. Es kommen jetzt die ganzen Ubers, kommen die Super-Mega-Pokémon. Mega-Gengar gab's, Mega-Brutalander gab's. Und da haben wir auch schon den nächsten. Lavados. Der Erzwinger, okay. Ja, ich kann jetzt zu Sumpex und Kaskade drücken. Weil... ja, warum nicht? Ich habe die Offensivweste. Sonnentag. Das ist ein Problem für mich. Tja, und er will... er wird wahrscheinlich Solarstrahl abfeuern. Ja. Ich kann jetzt raus zu Gewaldro. Tja, wäre ich mal drin geblieben. Hm. Ja, dann drücken wir mal Kaskade. Ja, hat einen Solarstrahl. Ja, ausreicht natürlich. Ja, was jetzt? Tja, dann zurück zu Gewaldro. Und dann einmal den Clownwetz und dann die Steinkante. Ah, nicht Luftschnitt. Hält durch und kommen wir durch. Ja, wir kommen durch. So, jetzt kann ich nämlich mit einer schönen Steinkante das Lavados rausnehmen. Und, ja, Steinkante bitte. Klappt. Wunderbar. Wir sind auf plus 2. Okay, Boreos. Können wir auch ganz easy rausnehmen mit einer Steinkante. Weil ist ja vom Typ Flug. Und jetzt kommt wahrscheinlich das letzte Flug-Pokémon. Arktos. Das hat keine Prio. Damit können wir ganz easy gewinnen. Und hauen wir die Steinkante raus. Ja. Ah, das war wieder ein Logok-Sweep. Ja. So, jetzt kommen wir noch zum letzten Kampf für heute.
Mit dem Team werde ich dann im nächsten Part auch noch weitermachen. So, der Küchenchef Sean fordert dich heraus. Und der hat wahrscheinlich auch... Nee, der hat ein... Oh, Bundlebee könnte den Fokusgurt haben. Ja, und die Psychokinese sowieso. Tja, da will ich jetzt... Nee, ich würde gerne den Clown-Wetz verdrücken, aber... Er ist ja schneller als ich. Oder Moment, ich könnte einfach Clown wetzen. Ja, ich gehe auf Clown wetzer. Oh, ich bin schneller. Schneller als ein Bundlebee? Oder ist das ein Zoroark? Nee. Ja, schön, jetzt bin ich trotzdem schneller als du. Ich bin auf plus 1 Angriff und Genauigkeit und Initiative. Moment. Bundlebee ist vom Typ Käferfee. Ja. Feuerfee kriegt noch Stab drauf. Und es hat keinen Fokusgurt. Also ich spiele Bundlebee immer mit Fokusgurt, um einen Falter rein rauszubringen und dann eine Mondgewalt oder eine Psychokinese rauszuhauen. Okay, das könnte ein Mega sein. Tja. Aber ich habe ja was für das Garados. Das ist kein Mega. Steinkante reicht, weil es ein Crit war. Ja, Lobok macht hier die ganze Arbeit für alle. Und Landtoren. Da kommt ein Turmkick. Ein Turmkick bitte auf Landtoren. Alter, ist das bulky. Es erhöht seine Spezialverteidigung. Was mache ich? Ja, ich kann einmal wieder Clown wetzen. Dann bringt ihm der Horter ja auch nichts. Und denkt dran, Montag um 18.30 Uhr gibt es einen Livestream bei Twitch. Und da, wenn ihr wollt, schaltet mal ein und dann werde ich mal Wi-Fi Battles gegen euch bestreiten oder hier den Kampfbaum weitermachen. Je nachdem, was gewollt ist. Ihr findet auch unter dem Video den Link zu Twitch. Und ich freue mich, wenn ihr oder wenn einige von euch dabei sein werden. So, er ist auf plus 2. Er könnte diese Attacke haben, Entfesselung oder sowas. Lohnt hier ein Clown-Wetzer? Ja. Damit bin ich auf plus 3, glaube ich. Und er kann einmal Siedewasser drücken, aber... Ne, er geht auf die Erholung. Aber jetzt kann ich ihn mit 3 Kicks rausnehmen. Oder bin ich auf plus 3? Okay, er ist auf plus 2, ich auf plus 2. Auf plus 6 Initiative. Ja, das Problem bei Log ist, es wird durch die ganzen Prioritätsattacken rausgenommen. Außer Bullet Punch. Ja, Tempo Heap könnte ein Problem sein. Wasserdüse ist ein Problem. Aber wenn man die umspielt hat, kann Logok durch das gesamte Team gehen. Vor allem als Mega. Und aus dem Grund ist Mega Logok auch im Uber. Weil es einfach viel zu stark ist. Jo Leute, das waren 20 Minuten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Wir haben die drei Höhenstarter gesehen, mit Megagewaldro, Logok und Sumpex mit der Offensivweste. Schaltet also wieder demnächst ein bei der Kampfbaum-Challenge. Wir werden dann, was weiß ich, wie viele Kämpfe bestreiten, 100, 200, je nachdem. Also, ihr wisst, ab Montag gibt es den Twitch-Stream. Schaltet ein und dann sehen wir uns bei dem nächsten Video. Abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt, und bis zum nächsten Mal. Ciao.